Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendkusser. Mein Name ist Knorke. Ich freue mich, dass ihr dabei bist. Ich präsentiere heute Laiko aus dem Steam-Workshop. Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Er stellt für uns von Excora und mir hat aktuell 0 Sterne, weil nicht genug Bewerter vorhanden sind und wurde am 8. Juli 2021 hochgeladen. Es war keine Uhrzeit fest eingestellt und deswegen habe ich jetzt einfach mal standardgemäß 10 Uhr eingestellt, damit wir dann einmal bei Tag und einmal bei Nacht fahren werden. Ansonsten war ich einmal, muss ich gestehen, im Stream bei Excora, habe mir die Bahn aber nicht angesehen, sondern den Chat hatte ich mir auf einen extra Desktop gelegt, damit ich ja nicht gespoilert werde und hatte ihm einfach nur so geschrieben, viel Glück, viel Spaß und was weiß ich. Aber wie gesagt, ich habe da wirklich nicht reingeguckt, nicht gespoilert oder sonst irgendwie. Das ist jetzt meine erste Aufnahme, wo ich dann das Ganze hier sehe, beziehungsweise es ist das erste Mal, dass ich das sehe und dann noch eine Aufnahme dabei. So ist es genau richtig. Excora baut sehr gerne im Piratenstil. Kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber das habe ich so im Gefühl. Aber ist ja auch nicht schlimm, denn Piratenstil mag ich. So, das Ganze wurde als Park gespeichert, heißt Terraforming und Wege sind gespeichert. Dafür kannst du das nicht in deinen bestehenden Park integrieren. So, dann schauen wir uns das ganze Ding einmal an und gucken mal, was er hier so hingezaubert hat. Wir sehen hier natürlich den Schriftzug Laiko. Ich war ehrlicherweise im ersten Moment so ein bisschen verdutzt, weil ich hatte hier so eine Linie gesehen, ich habe aber nur diese hier wahrgenommen und dachte so, okay, das ist aber sehr, sehr nah an der Grenze gebaut. Ne? Die Grenze sieht ja immer, ich weiß jetzt nicht, ob ich die so schnell hinbekomme, ob ich die irgendwie sehe, gibt es die überhaupt hier irgendwo? Da ist eine Grenze, guck mal, pass auf. Ich habe die doch gerade gesehen, Kollege, wo ist jetzt, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall, ich habe erst gedacht, oh, das ist aber sehr knapp gebaut worden, da fliegt das Schild, Laiko, oh, ach, deswegen hast du das da oben hingesetzt, wegen dem Schattenwurf, ich verstehe. Sehr cool. Für alle, die sich fragen, was Laiko heißt, kann ich ja nach der 4. Folge mal auflösen. Das heißt Live Coaster. Ist einfach so. Und ich fand den Namen cool. Gucken wir uns das ganze Ding jetzt einmal an. Wir sehen hier einen Rapid River, vermute ich mal. Dann sehen wir ein paar Palmen. Sehr viel drumherum gebaut. Finde ich sehr schön. Dann, ich gehe jetzt irgendwie gegen den Uhrzeigersinn. Normalerweise fliege ich mal andersrum. Diesmal fliege ich irgendwie falsch rum. Keine Ahnung. Wir haben hier schön dekorierte Häuser, was ich sehr schön finde. Um die Palmen herum wurde nochmal so ein Blumen-Unkrautbeet gemacht. Wir haben... Also, ehrlich, ich finde es bis jetzt ganz gut. Ah, oh, ja. Ich war jetzt gerade am Überlegen, wie kam jetzt hier Wasser hin? Ohne Mist. Ich habe erst so im ersten Moment gedacht, okay, hier sind ein paar Felsen, ne? Und dann sehe ich so Wasser. Ich denke, hä, wie kommt denn da Wasser hin? Das geht doch gar nicht. Und dann, ach ja, mit Terraforming, klar. Ich bin neu in diesem Business. Ich kenne mich da null mit aus. Oh, ich glaube, es wird die beste Bahn der Welt, denn wir sehen hier Seetang. Sensationell. Boah, das hier oben liegende Wasser gefällt mir echt gut. Und da hinten noch das Schiff. Wobei ich eine Frage habe. Das Schiff ist so breit, ne? Und das Wasserbecken ist so klein. Ist da vielleicht Dürre eingetreten? Also, ne, ist das mal irgendwie größer gewesen und dann ist das auf Grund gelaufen? Oder wollte jemand hier ein Schiff bauen, falls irgendwann mal eine Überflutung kommt? Das ist eine gute Frage, ne? So, dann haben wir hier noch zwei schöne Hütten, die kann man mieten übrigens, ne? Wenn du hier irgendwie übernachten möchtest, hast du hier die Möglichkeit, ich glaube 50 Euro pro Nacht kostet für zwei Personen, für eine Person, Entschuldigung, ich hatte gerade nur eine Hängematte dann nachher gesehen. Du kannst mit deinem persönlichen Boot, kannst du dann über diesen See hier schippern, sehr cool gemacht, sehr geil. Okay, selbstgebaute Stützen sehe ich, das finde ich auch schon mal sehr gut. Alter, das gefällt mir echt gut. Ohne Mist, ohne Mist. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt hier, oh, die Leuchtkäfer. Du sitzt hier, ne, weiß nicht, vom harten Tag im Freizeitpark und siehst die letzten Runde von Laiko. Das ist ja sensationell. Warte, jetzt will ich gucken, wie die da gleich runterkommen. Geil. Ist im Testmodus. Bruder. Vielleicht habe ich mich da irgendwie gerade gespoilert. Naja, egal. Aber da, ui, wo kam der denn her? Okay, wir haben hier auf jeden Fall dann nochmal einen... Ich muss mal ganz kurz was gucken. So, der Pirat zeigt nach links mit der Flagge. Warte, wir hatten die Flagge hier auch nochmal. Der Pirat zeigt nach... Oh, der ist doch nicht Copy-Paste.
Ich habe jetzt gedacht, der gleiche Pirat steht hier oben drauf. Das ist komplett, aber ist nicht. Gut. Oh, da haben wir einen Voyeur. Guck dir das mal an hier. Da, der beobachtet die Leute. Was sieht der denn? Oha. Der hat aber auch einen schönen Ausblick. Das, also der Dschungel macht schon richtig viel her. Auch die Gebäude machen super Eindruck. Ah, zweifarbig. Ist, glaube ich, die erste Achterbahn, die ich jetzt präsentiere. Oder zumindest die erste, wo es mir auffällt, dass zwei Farben verwendet wurden. Sehr schön. Das ist immer noch der Pirat. Okay. Die Gebäude, die gefallen mir echt gut. Wirklich. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Da ist der Eingang. So, warte mal. Können wir das irgendwie stoppen? Können wir sagen, hör mal, nicht jetzt weiterfahren, sondern stopp, Test, stopp, Test, stopp. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal da rein. Hier ist eine Schießerei. Warum auch? Ah, ich verstehe. Die schießen sich, ne? Weil die den Stein haben wollen. Es ist hier gerade richtig Palaver um diesen Stein, der Weisen. Deswegen ist hier Palaver. Weil einer dieser Fraktion diesen Stein haben möchte. Habe ich verstanden. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Wir laufen hier entlang. Still gestanden! Wehe, du rührst dich. Du nimmst deine Sache nicht ernst. Du! Rührst dich auch, oh mein Gott. So, was haben wir denn da? Seid vorsichtig, im See soll ein Monster sein und die Piraten wollen dich. Also sei vorsichtig. Ja, ich glaube, ich habe da was gespoilert. Was hätte ich nicht spoilern sollen? Ich muss mal ganz kurz gucken. Aha, aha. Ja gut, das sind ja ne, die Rohre, die hier festgemacht wurden. Ich wollte nur gucken, ob der irgendwas hier bewacht. Bewacht er irgendwas? Nein. Okay, schade. So, dann haben wir hier, der bewacht das Haus. Die Häuser sind echt schön. Wirklich, auch mit dem wie heißt das, Sonnenschutz, Sonnensegel, Sonnenfensterschutz, wie auch immer. Ich glaube schon. Ich bin auf die Nachtfahrt ultra gespannt, wie das hier aussieht. Ein sehr steiler Lifthill. Gefällt mir, der ist sehr gut gebaut. Oh! Das finde ich aber sehr cool. Okay, einmal mit der Leiter. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwas drin ist. Ja, ein Voyeur, noch einer. Pass auf, und zwar finde ich sehr cool, dass man mit der Warteschlange über die Achterbahn läuft. Finde ich echt cool. So, und dann würde ich sagen, testen wir das ganze Ding mal. Statistiken kennen wir natürlich, ist selbsterklärend, selbstverständlich, perfekt. Und mir gefällt das Setting, wirklich. Oh, Musik ist auch dabei. Ich lese gleich noch die... Habe ich die Beschreibung schon vorgelesen? Ich lese gleich noch die Beschreibung vor. Ist die beste Beschreibung bis jetzt. Ohne Mist, wenn du den Lifthill hochfährst, ne? Laiko macht schon was her. Augenscheinlich. Guck mal, was der Lifthill für Neigungswinkel hat. Krass, ne? Die stehen parallel zum Boden, vermute ich mal. Das ist ein krasser Neigungswinkel. Selbstgebaute Stützen. Schön. Ey, 111 Frames. Butterweich. Junge, die macht echt was her. Die Häuser. Krass! Der Typ da vor dem Tor. Hammer! Das ist eine tolle Bahn. Okay, Nachtmodus. Achso, ich lese dir mal ganz kurz die Beschreibung vor. Beschreibung heißt Laiko bei Excora. Beste Beschreibung. So,
22 Uhr. Kurz, knackig, bündig, reicht. So, die Beleuchtung ist da. Die Beleuchtung ist sehr, sehr stimmig. Wirklich, also gefällt mir echt gut. Zwei verschiedene Weißtöne, einmal dieses gelbliche eher gelbliche und einmal warmweiß. Aber harmoniert halt die beiden Farben zusammen. Und dann haben wir natürlich hier auch noch Farben. Und zwar so spooky-like, aber warte mal, hier ist ein Schatz. Und da ist einer, der wahrscheinlich den Schatz erreichen wollte, gehe ich mal schwer von aus. Oh, was für ein Lümmel. Junge, ist das ein Ausgekochter. Pass auf, der sitzt hier. Bestimmt, als der anfing zu kriechen, der hat irgendwie bestimmt irgendwie die Beine gebrochen oder so. Dann hat er noch voller Habgier versucht, den Schatz zu erreichen. Er, ne? Und er beobachtet ihn jetzt die ganze Zeit bis zum Tod. Krass. Das ist, oder er ist netter, hat ihm die Beine gebrochen und wollte uns zeigen, wie habgierig die Menschen sind. Das kann natürlich auch sein. Aber dieser Blick, sehr geile Szene. Sehr geil. Ich wollte nur gucken, ob hier auch noch was ist. Ja, sehr viele Pflanzen. Okay, dann würde ich sagen, jo, hier ist das mit den, guck mal, mit den Leuchtkäfern. Übertrieben. Also dieser Ausblick, wir haben ja auch 60 Euro wert. Junge, Junge, Junge. Das lässt mich echt erstmal so in Urlaubsstimmung versetzen hier, ne? Okay, das wird ein bisschen warm, okay, aber mit den Leuchtkäfern, das ist nochmal so wirklich das i-Tüpfelchen gerade. Uff, also wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir die jetzt natürlich einmal im Dunkeln. So, und dann steigen wir ein und los geht's. Ah, dieses Monster, ne? Das kam unerwartet. Das ist hier so voll, weißt du, Karibik-Flair. Also, ne, man geht hier schön in Urlaub, man genießt das, ne, den Ausblick und alles, und dann kommt so ein Monster. Gruselig. Oh, mit dem Mond. Das kann schon was. Oder? Was meinst du? Sag doch mal was. Naja, dann nicht. Bleib's nächstes Mal zu Hause. 222 Frames. Geht das auch passt mit dem Monster, ne? Hat schon eine heftige Geschwindigkeit, die Achterbahn. Beste Element überhaupt, ohne Mist. Das ist sensationell. Wirklich. Chapeau. Gefällt mir echt gut. So, kommen wir zu einer Bewertung. Also die Bahn fand ich ganz okay. Ich würde vielleicht... Nein, also ich gebe auf jeden Fall... Es ist... 5 Sterne, ja. Also, wird schwierig mit dem Livestream. Wird sehr schwer. Auf jeden Fall darfst du natürlich gerne anderer Meinung sein. Darfst du mir dann gerne Kommentare schreiben. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.